Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu einer Kreaturenvorstellung für Ark Extinction. Wir wollen euch natürlich auch wieder die neuen Dinos und Kreaturen zeigen. Und diesmal mache ich das Ganze auch nicht alleine, sondern die sind es am Start. Hi. Ja, hallo. Ja, wir haben uns, glaube ich, sehr schöne Tierchen ausgesucht. Huch, da ja, war da war gerade noch ein Koja. Ich wollte dir mal von oben zeigen, das war völlig gewollt. War der Rex da hinten auch gewollt? Guck, dreh dich mal um da. Da hinten ist ein roter Rex. Hinten ist ein roter Rex? Ja, der ist auch gewollt, das ist sehr gut. Den können wir gleich gut gebrauchen, den roten Rex. Juppie. Wunderbar, haben wir gleich was zum Abreagieren. Die Velonasaurs sind's, ja, die wir hier uns anschauen wollen. Und die sind richtig fies, ja, die sind richtig fies unterwegs. Sind richtig gemeine Gegner zum einen, aber wenn man sie mal gezähmt hat, naja, dann hauen sie auch ordentlich rein. Wir haben hier mal so eine ganze Palette rausgesucht, damit wir auch mal ein bisschen die... wir schwingen uns mal auf einen drauf und zeigen jetzt mal den Damage. Ja, ich glaube auch. Ich bin ein bisschen nervös. Mit C kommen wir in den Turret-Mode sozusagen, wenn wir drauf sind. Und dann können wir ballern und ihr seht... Ah ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, er war mal. Oh, sind die übel. Übel, oder? Ein Rex hat keine Chance ranzukommen bei zwei, die jetzt nur geballert haben. Wir haben ja eine ganze Batterie stehen. Wenn du nochmal C drückst, kommst du aus diesem Turret-Mode raus. Mhm. Oh Mann, hat dieser Rex eine schöne Farbe gehabt. Das tut so weh. Ja, das ist echt schade drum. Lass mir was übrig. Meiner braucht aber zu essen. Nom, nom. Ihr seht, sie farmen ganz normal Hide, Fleisch und aber auch das Prime-Meat raus. Das ist also sehr, sehr schön. Und damit haben wir eigentlich schon einen wichtigen Modus gezeigt. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt... Der Rex hat meine ganzen Strikes weggefressen, die ich hier hingestellt habe. Zap, zack. So. Ich mir diesen wunderschönen Enforcer an. Guck mal, da ist er wieder. Ja. Oh. Den will ich. Ja, okay, wir müssen uns jetzt um den Enforcer kümmern. Die Folge verschiebt sich ein bisschen. Genau. Gehen wir mal zu den Trikes und kauen einfach mal einen ganz regulär an. Ja, indem wir da draufhauen. Dann kriegen wir ja gleich, ich warte, bis du da bist. Ja, ja, genau. So, dann schauen wir mal, das stelle ich mal neben mich. Dass wir gleich umzingelt sind von Trikes, will ich hoffen. Ja, ich spawn noch mal ein paar. Oh, jetzt hängst du mittendrin. Jetzt hänge ich mittendrin. Ah, jetzt nicht mehr. So. Spawnen wir noch mal so ein bisschen was. So, und dann kaue ich mal einen an. Und dann kriegen wir jetzt ja Besuch von allen Seiten. Ihr seht, der normale macht 80 Schaden und wenn ich jetzt allerdings die rechte Maustaste drücke, also ich bin ja noch im GCM. Moment, ich mach mal GCM aus. Wenn wir jetzt die rechte Maustaste drücken... Ich habe gar nichts gemacht, das warst du jetzt alleine. Ja. Sind die böse. Ja, wir haben also eine Attacke ganz normal auf der linken Maustaste, da schlagen sie so zu. Wir haben die Attacke, die wir eben gezeigt haben, auf C. Da haben wir dann das Maschinengewehr. Und wir haben eben die Attacke auf rechts, dann das da. Aber ihr seht auch, das verbraucht Ausdauer wie Sau. Das heißt also, das ist das, was halt dann beim Velonasaur meiner Meinung nach dringend gelevelt werden muss, ist letzten Endes die Ausdauer. Das heißt, wenn wir jetzt mal reinschauen, der hat 1500 Ausdauer. Ich gebe jetzt mal ordentlich Level drauf. Und dann bin ich bei 2600, wie die sich freuen. Großartig. Oh, ich mag die. Die sind super, ne? Ja, jetzt machen wir hier mal 3900 Ausdauer und dann kann ich das hier quasi im Dauerfeuermodus machen. Und ihr habt jetzt erst die Hälfte an Ausdauer verbraucht. Also, insofern echt krass und mega stark. Ich mache uns jetzt mal eine ordentliche Gegnermenge, okay? Uh oh. Ja? So, das Mir Ganze nochmal. Übles. Nochmal mit Trikes, aber ein paar mehr. Ja, weil die vier waren für dich ja überhaupt gar kein Problem mit dem Rundumschlag. Genau. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie die sich so gegen Alpha Rex, Bronto und in Turret Mode gibt es dazu auch noch. Das heißt, wir können die auch als Basisverteidigung quasi einsetzen. Und das schauen wir uns selbstverständlich auch an. So. Okay. Hier, steig auf. Meinst du, es reicht? Ja, mach mal. Wir sind ja zu zweit.
Warte kurz, warte. Noch nicht weiter. Erstmal umzingeln lassen. Ah. Ja, warte, sie kommen, ja. Sie kommen, da kommt noch mehr. Noch mehr, ne? So, warte. Ja, ich würde sagen, jetzt können wir. Yes. Die sind echt ein bisschen. Es ist tot alles, Sinde, du kannst aufhören! Machen wir mal kurz unseren GCM aus. Ich wusste gar nicht, dass ich der. Ach so, Cheat GCM. Ich wusste gar nicht, dass ich der. Jetzt kann ich mich keinen Millimeter mehr bewegen, das war irgendwie klar. Ich wusste gar nicht, dass sich der GCM, der Creative Mode, auch auf die Dinos auswirkt, wenn man drauf sitzt. Das wusste ich auch nicht. Du kannst ihn auch nicht ausschalten, wenn du drauf sitzt, ne? Nee, scheinbar nicht. Du musst runter. Ich spawn jetzt nochmal einen Trike, damit wir mal schauen, was ein Trike an Schaden macht, wenn wir. Also, ob die jetzt irgendwie Papierdinos sind. 11 Schaden kriege ich gerade. Also, es sind auch nicht mal mehr Papierdinos, ganz im Gegenteil. Waren jetzt alles 100er Trikes, die machen normalerweise schon auch noch ein bisschen mehr. Das heißt also, ich habe bisher nur auf Ausdauer gelevelt. Die haben von Haus aus beim Perfect Tame 150, Perfect Tame 225, sind wir bei 3000 Leben. Wenn man jetzt die 120er Level hat, sind wir halt beim Perfect Tame 180. Dann sind sie natürlich ein bisschen schwächer, aber an sich sind das echte Maschinen. Dazu tragen sie noch fast wie ein Rex, 526 Kilo. Ist echt ordentlich. Und auf den Schaden kann man ja natürlich auch noch leveln oder auf die Geschwindigkeit. Denn schnell sind sie eigentlich auch noch. Also sie jetzt nicht irgendwie Raptor-schnell oder dergleichen, aber da die dann auch ewig Ausdauer haben, wenn man drauf levelt, gehen sie eigentlich auch gut ab. Sind dann echte Langstreckenläufer. Beim Laufen verbrauchen sie fast keine Ausdauer, wie man hier sieht. Stimmt, das ist ja mega. Ja, das heißt, da kann man mit denen auch richtig Strecke legen. Das ist super. Sind das hier Eier? Guck mal, ist das ein Ei von denen? Was für ein Ei? Bellona Sour Egg. Guck mal, dann sehen wir das sogar auch mal hier. Ach. Sieht aus wie ein Mini Stego Egg. Ne? Ja, ich glaube, die haben auch so gelbe Tupfer, ne? Richtig. Ja. So. Supi. Dann wollen wir jetzt mal eine echte Herausforderung nehmen, ne? Moment, ich steck gerade auf. Okay. Ja. Ich gebe mir den God Mode. Cheat God, weil doof ist, wenn wir sterben. Insofern solltest du auch machen, Sinde. Oh ja. Also absteigen und God-Mode, ja, damit die Tiere das nicht haben. Aber wir wollen jetzt mal die Tiere in Einsatz sehen. Okay. Wir nehmen die zweimal und gehen nochmal ein bisschen beiseite, damit die anderen nichts abkriegen. Und dann holen wir uns mal eine echte Herausforderung. Okay. Dann? Gehen wir mal hier hin. Wir holen jetzt den Titan. Ja, machen den jetzt solo mit denen. Was? Ach, Quatsch. Bitte? Bitte? Ich muss weg. Ich bin mal. Ups, Moment. Der Besuch. Wolltest Insekten legen. Ich wollte Insekten. Ja, ich wollte, genau. Ich dachte mal, so eine richtige Herausforderung. Hol ich mir mal ein paar Insekten. Jetzt gibt's eine richtige Herausforderung. Titan und mir. Oh, Alpha-Rex. Komm her. Ich hau schon mal. Du tankst den? Ich hab Angst. Warte mal. Er folgt nur mir. Immer drauf. 46er Schaden. Okay, was man schon mal feststellt ist, wenn du angegriffen wirst, dann wird dein Schuss unterbrochen. Das heißt also, das ist ganz gut, wenn die Sinde das macht. Und ich gehe hier der lang. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, also dann wird's hart. Du machst das, Sinde, schieß! Ja, ich schieß ja. Warte mal, Torrent-Mode aus, sonst ist jetzt lahm. Ich muss hinterher. Ja. Verteilen. So. Oh, das macht natürlich viel mehr Schaden, wenn ich da so schieße. Schieß! So, Torrent-Mode nochmal an. Sinde, ich bin gleich tot! Was? Ja, mach doch, schieß doch, ich tank den die ganze Zeit! Ich schieß doch! Warte auf mich, nicht weglaufen! Ja, ich lauf ja nicht weg, der schubst mich! Okay, der ist gleich hinüber. Keine Ausdauer mehr. Ja, der ist damit höchst offiziell hinüber. Krass! Also, Alpha-Rex ist bei dann. Bei mir lebt er noch, ne? Das weißt du, ne? Ja. Wieso lebt er bei mir noch? Was? Nein, meiner ist tot. Achso, okay. Also wenn ich schlage, hat er 95 Schaden. Ja, also. Will. Aber er war jetzt auch noch nicht auf Leben oder dergleichen gelevelt und wir haben den Alpha-Rex Level 15 allerdings. Nur, naja, also es ist.
dann doch schon. Cheat, destroy my target. Der hat aber auch nicht von mir losgelassen, ne? Also wenn du dann die, wenn du dann die Dings, die Ausdauer weg hast, das war dann bei mir der Fall, dann ist echt böse, dann wird's hart. Und dann hat man entsprechend auch ein Problem mit den Velona Saws. Also, da, warum hast du denn, was hast du? Du hast Watte im Mund. Was hab ich? Watte im Mund. Hm? Ach ja? Der hat so ein Staubwölkchen vorne. Was ist denn da los? Ist so krank? Ist heiß gelaufen vielleicht beim Ballern oder wie? Ja, die Ausdauer war weg, ne? Also. Ja, ja, aber das dürfte doch jetzt eigentlich. Bist du kaputt? Bist du kaputt? Hab's kaputt gemacht. Immer noch. Immer noch? Ja. Kriegst du unten eine Anzeige? Irgendwas? Nö, nö. So ein Debuff hat oder so? Ach, da hat er halt Watte im Mund. Ist doch okay. Mein Wattebausch. Ich schmeiß jetzt nur noch Wattebausch auf die Figur. So, wenn du deinen dann auch mal wieder hier daneben stellst, dann können wir jetzt nämlich mal hier Verhalten, aktiviere Geschützturm-Modus und Verhalten aggressiv. Können wir mal bei allen machen. Ich fange rechts an, du kannst ja links nochmal ein bisschen anfangen. Aktiviere Geschützturm-Modus und Verhalten aggressiv. So. Geschützturm-Modus und aggressiv. Da war ich schon bei denen. Links, wie gesagt, müsstest du. Achso. Geschützturm-Modus und aggressiv. Und der letzte, den hast du gerade, genau. Die haben wir. Okay. So. Ja, dann. Fangen wir mal klein an, ne? Ja. Fangen wir klein an. Okay. Was? Nochmal. Was? Es schweben die Pfeile noch in der Luft. Huch. Nur los. Da tanzt einer aus der Reihe. Und die anderen sagen nö. Die standen nur noch alle auf Geschütz. Und warum? Was da los? Sind die dann deaktiviert, wenn die einmal gebannert haben? Ich schau gerade mal bei dem hier. Er ist noch Verhalten. Und aggressiv. Alles aktivieren. Nee, hier ist kein Geschützturm. Ja gut, ich war gerade aufgestiegen. Deshalb wahrscheinlich. Ja schon. Erhalten. Hier ist auch aktiv eigentlich. Ist das, haben die nur alle paar Minuten dann mal eine Möglichkeit, Geschützturm? Möglich, ja. Weil der hier ist noch ganz normal, wie wir ihn eingestellt haben. Ja, ja, okay, jetzt müssen wir es leider alle umparken und dann nochmal aktivieren, die Geschütztürme, weil wenn du aufsteigst und einmal läufst, sind sie aus. Na gut. Ist das noch ein Bug oder ist das? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da schon irgendwie Wissen habt. Ich habe sehr selten mit Geschützturmfunktionen bei Dinos bisher gearbeitet. Ist das normal? Aber eigentlich müssten die doch immer in diesem Geschützturm und statisch sein. So, wir schauen jetzt nochmal alle durch, sicherheitshalber. Der ist aktiv. Da steht nur deaktivieren. Da steht auch deaktivieren. Okay. Auch. Hier ist noch nicht aktiv. Sup, ist das? Er ist so. Aktiv. Okay, okay, gut. Ja, dann. Ich mach nochmal einen Trike, ne? Schauen wir nochmal. Ja. Sichere Entfernung hier, so. Oh, ja, und? Ja, jetzt. Zack. Bump. Das war's. Da lichtet lang. Also brauchen die wahrscheinlich so eine Art Abkühlzeit. Das ist die Frage. Wir gehen jetzt mal hin, mal gucken, ob das jetzt immer noch aktiv ist. Aber müsste er eigentlich verhalten? Ja, ist aktiv. Jetzt probieren wir das nochmal. Mach ich nochmal einen Trike. Alles gut. Dann gibt's einen ernsthaften Gegner wieder. Ja, doch. Ja, jetzt geht's. Okay, das. Alles boah, gut. Wie der einfach verschwindet, ey. Wie lange waren das? 2 Sekunden? Ich weiß es, das ist echt übel. Das ist ja Rex. Echt mal richtig übel. Jetzt gibt's einen Rex? Ja, aber kein Alpha, normalen. Einen normalen Rex. Normalen ja, Rex. Nochmal normal. Das doof ist nur, wenn der da rein. Aber gut, dann müssen wir es halt wieder einparken. Macht ja nichts. So, ich mach den mal ein bisschen weiter weg. Geh du mal hinter die Velona-Dinger. Ja. Dass der nicht auf dich losgeht. Okay.
Und ich versuche auch dann zu verschwinden, wenn er da ist. Das ist ein Rex Level 10. Ja, das war mal gar nichts. Das war Level, weiß ich nicht, war nicht existent. Level 5? Jetzt schießen sie nicht. Jetzt schießen sie nicht, weil die. Jetzt schießen sie abkühlen. Nicht. Die haben Abkühlzeit, ne? Ja, die haben Abkühlzeit. Jetzt kommt aber wieder. Ah, das. Alter, das ist echt krass. Rex Level nie gewesen. Kaum auf der Welt und schon verschwunden. Ich versuche nochmal, warte mal, ich könnte mal schauen, ob ich einen Rex mit Level hinkriege, aber das ist schwierig. Ich habe nur diesen Sammelbefehl hier gerade griffbereit. Schauen wir nochmal. Wir sind Level 20. Das ist echt krass. Also unter Level 100 brauchst du gar nicht anfangen. Der Dreck weg. Das ist echt krass. Moment, ich versuche jetzt mal einen Custom-Level Rex hinzubekommen. Ja, hier, jetzt machen wir mal einen 200er. Jetzt kommt mal richtig was. Abkühlzeit. Ja, Abkühlzeit ist rum. Ja, okay. Jetzt kommt ein 200er Rex. So. Hieb ihm. Nur einer schießt dauerhaft, siehst du das? Ja. Die anderen kühlen gerade ab. Es wäre irgendwie schön, wenn die so einen Abkühlmodus. Aber das, glaube ich, richtet sich nach der Ausdauer. Hast du deinen auch schon auf Ausdauer gelevelt? Ja. Ah, siehst du. Und dann haben die anderen halt mehr. Mach mal hier mal bei denen auch ordentlich Ausdauer drauf. Hey. Geh da hinten rüber. Ja. Ja, gut, ordentlich ist relativ, aber ein bisschen was geht. Das heißt, dann werden die wahrscheinlich auch länger ballern. Also verbrauchen die auch Ausdauer, wenn da keiner drauf sitzt in dem Fall. Mhm. Dann ist das da nicht deaktiviert. Okay, ich mach nochmal 200er Rex und dann schauen wir mal. Jetzt müssten sie ja länger ballern. Yep. So. Gib ihm. Ich denke den mal, der da reinbeißt. Das ist ganz gut. Kannst du mal gucken gehen, ob die jetzt keine Ausdauer haben, die nicht ballern? Jetzt wieder voll, aber ich denke ja. Du kannst ja mal hingehen. Kannst ja mal hingehen und gucken, während ich hier nochmal einen spawne. Ja, ich gehe mal hier. Jetzt haben sie voll alle, ne? Jetzt müssten sie eigentlich alle. Ja, jetzt sind sie im Moment alle voll. Ja, genau, okay. Alle aufgeladen. Dann mache ich jetzt nochmal. So, und dann kannst du ja mal so einen in der Mitte oder so aussuchen und dann. Weil der rechts hat jetzt zuletzt die ganze Zeit auch geballert. Ist das irgendwie. Also ja, ich sehe das ja am Schildchen, ne? Wird ja angezeigt. Genau. Balla, so. Balla. Ich hab da so eine Vermutung. Der Rex brüllt doch. Der Rex brüllt doch. Und dann sind die kurz gestunt. Hier geht die Ausdauer runter. Jetzt hat er aber Ausdauer und feuert nicht. Ja. Achso, aber er ist schon tot. Ja, jetzt ist er gerade tot. Ja, aber schau mal, die haben hier hinten kräftig geknödelt, wenn der Rex brüllt. Es kann sein, dass das einen Stun gibt. Ich mach jetzt mal. Was kann man machen, was nicht brüllt? Einen Spino. Ah ja, genau. Ja? Mach jetzt mal einen Spino, dass die nicht diesen Pups-Stun bekommen. Ich glaube, der ist es nämlich, der hier für Probleme gesorgt hat. Spino Level 200. Incoming. Und was so schön war. Ja, nochmal. Aber guck, feuert nicht. Es feuert gar nicht. Keiner. Jetzt erst fangen sie wieder an. Jetzt feuern sie wieder. Ja, Ausdauer war voll, jetzt wurde wieder gefeuert. Okay, also ist Ausdauer. Mhm. Supi! Aber wie man sieht, ne, selbst High-Level-Tiere hauen sie weg wie nix. Mega. Macht es. Er hat Hunger. Scheinbar. Ihr könnt hier nicht, ohne dass ich was abkriege, immer weitermachen. Ich muss essen. das ist viel Fraß. Oh ja, die haben jetzt auch ordentlich Hunger, alle. Die haben jetzt auch ordentlich Hunger. Cheat Infinite Stats. Also durch dieses ganze Ausdauer verbraten. Oh, was gucke. Was jetzt schon wieder? Der Petranodon. Durch das ganze Ausdauer verbraten haben sie echt gut Hunger bekommen, allesamt, glaube ich. Lass mal gucken. Hier, ja. Oh, ja, richtig alle. Heftig Hunger. Der eine ist sogar schon fast am Verhungern.
Das heißt, die muss man gut versorgen über einen Futtertrog. Und guck mal, der ist auch schon am Verhungern sogar. Hier, der hat schon sein gesamtes Essen verbraten. Krass. Nicht übel. Also da muss man entsprechend drauf aufpassen. Das sind so ein paar Sachen, die man bedenken muss. Das eine ist die Ausdauer, wenn man gerade im Kampf ist, insbesondere. Aber eben auch im Turret-Modus ist die sehr wichtig, die Ausdauer. Das andere ist eben der Hungerfaktor, dass die enorm schnell Energie verlieren. Und ja, ansonsten sind es echte Killermaschinen. Jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage zu beantworten, Sinde, ne? Wie zähmt man die? Wo und wie? Genau. Ja. Gesehen habe ich sie im Wüstenbiom. Richtig. Im Wüstenbiom unter der Kuppel, da laufen die rum, dort sind sie zähmbar. Es gibt ab und an Wilde, die so korrupt sind, ne, die vom Element befallen sind, die laufen auch außerhalb rum, logischerweise. Ja, die kann man aber natürlich nicht zähmen. Nicht. Genau. Richtig. Leider, muss ich sagen, weil diese korrupten Dinos sehen teilweise so abgefahren aus, würde ich ganz gerne auch zähmen können, aber geht nicht. Ja, und ansonsten zähmen ganz klassisch. Also umhauen, Fleisch rein, fertig. Wir wissen noch nicht, welches Kippel da reingehört. Das hat uns noch kein Wiki verraten. Vielleicht könnt ihr uns das verraten. Vielleicht habt ihr es schon gezähmt, die lustigen Tierchen. Vielleicht kennt ihr die schon und könnt sagen, welches Kippel sie gebraucht haben. Ansonsten geht es natürlich ganz klassisch mit Fleisch, Prime Meat oder eben Schafmatten. Obwohl ich gerade am Überlegen bin, gibt es Schafe? Ja, habe ich schon gesehen, aber sie sind schon etwas seltener. Okay. Wahrscheinlich sind ja sonst schon immer Opfer, hier dann erst recht. Ja. Aber mit den klassischen Zähmethoden geht es halt auch. Ich bin nur gespannt, wie hart es ist, so ein Tier zu legen, ohne dass man selbst liegt. Weil wenn die auch wild ähnlich reinhauen, dann gute Nacht. Ja, also ich glaube, ich würde das ohne Zähmkäfig nicht machen wollen. Ja, selbst mit Zähmkäfig, wenn die da rausballern? Mhm, das wird hart. Ja, also vielleicht einen Tank da vorstellen, eine Schildi oder sowas. Na, aber du hast ja gesehen, was die mit den Viechern machen, ne? Ja, eben. Also dürfte, man muss kreativ werden, glaube ich, um die hinzubekommen. Wenn die erstmal im Fluchtmodus sind oder so, dann ist natürlich easy, aber oder man muss halt versuchen, dass man die Wilden werden ja wahrscheinlich auch nicht dauerhaft ballern können. Dass man die, dass man viel sich bewegt und die viel ins Leere schießen und dann haben die vielleicht keine Ausdauer mehr und dann kann man sie vielleicht gut abballern. Oder ansonsten von oben vielleicht, wenn die nicht so richtig hochschießen können. Das können wir gerade mal testen. Wie ist das mit dem Hochschießen? Ich meine, den Piteranus haben sie gerade sauber runtergeholt. Och, ja, vergiss aber es, Sinde. Auf Abstand. Vergiss es. Guck mal, senkrecht nach oben. Oh, okay, also doch nicht nach oben. Aber schießen die denn auch in der Wildnis? Ja. Okay, dann viel Spaß. Vielleicht sollte man sich ein Schild mitnehmen. Siehst gut aus. Bleib mal stehen. Ich geh spickt jetzt. Nein, gar nicht. Boah, du machst mir Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was so das Verteidigungs- und Angriffsvermögen betrifft, sind das echt meine Lieblinge. Bei großen Tieren, wo man lange drauf rumkaut, muss man halt aufpassen, dass die Ausdauer reicht. Aber ansonsten echt krasse Tiere. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Sind sie OP? Ja, sind sie zu heftig? Sind sie overpowered? Oder sagt ihr, sowas braucht man hier bei Extinction einfach? Das Spiel ist hart genug. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch bei der Sinde auf dem Kanal vorbei. Link habt ihr. Ey! Jetzt bin ich so ein Teppich, ja? Ja. Okay, bei mir sehe ich sie gar nicht. Auch mit K nicht. Interessant. Nee, ich sehe sie jetzt bei dir. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Kreaturenvorstellung. Macht's gut und tschüss. Ciao.